Mehrmals täglich, auch nachts, suchen die Tierpfleger vom Tierheim Eutin im Wald nach den ausgesetzten Katzen. 15 haben sie seit Sonntag hier gefunden. Mit jedem Tag, den vor allem die kleinen Kätzchen draußen bleiben, sinkt ihre Überlebenschance. Hier gibt's Fuchs, Marder, Greifvögel. Für die ist es leider gefundenes Fressen. Die kleinen 6 Wochen alten, 10 Wochen alten, die können sich einfach überhaupt nicht zur Wehr setzen. Sie wissen gar nicht, wie sie hier überleben sollen. Sie haben nur eigentlich die Chance, von Menschen gefunden zu werden. Dass Tiere im Wald ausgesetzt werden, ist nicht ungewöhnlich, die große Anzahl allerdings schon. Die Katzen stammen aus 3 Würfen, die jüngsten sind gerade einmal 6 Wochen alt und es sind wohl noch mehr ausgesetzt worden. Wir haben einen Anruf bekommen, in dem uns mitgeteilt wurde, dass eine Dame in einem Café ein Gespräch mitgehört hätte hier in Eutin, wo es darum ging, dass 20 Katzen aus einem Keller in einem Waldstück nahe bei Eutin ausgesetzt wurden. Und ja, wir gehen davon aus, dass das mit unseren Katzen zusammenhängt. Die Tierheimmitarbeiter hoffen, auch die restlichen Tiere schnell zu finden. Verschreckt, aber gepflegt sind die Katzen aus dem Wald. Der ehemalige Besitzer war wahrscheinlich mit den vielen Tieren überfordert. Klar kann man vielleicht nachvollziehen, dass langsam die Menschen die Probleme bekommen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit den Kosten zurechtkommen sollen aufgrund der erhöhten Tierarztkosten. Aber leider vergessen sie so ein bisschen, dass sie sich jederzeit natürlich an ein Tierheim wenden können und die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wir sind natürlich eher schockiert, anstatt erfreut darüber und auch traurig, dass sie nicht die Gelegenheit wahrnehmen, einfach mal im hiesigen Tierheim nachzufragen, ob es da irgendwelche Optionen gibt, wo man helfen kann. Die Fundtiere werden untersucht und aufgepäppelt. Während einige der Katzen schon neue Besitzer gefunden haben, suchen die Tierpfleger weiter nach ihren Geschwistern. Denn es ist nach wie vor nicht sicher, wie viele noch im Wald unterwegs sind. Es wäre auch schön, wenn der die ausgesetzt hat oder wenn jemand was weiß, dass er uns einfach anonym irgendwie einen Hinweis gibt, wie viele er tatsächlich dort ausgesetzt hat. Erst wenn die Tierpfleger alle Katzen gefunden haben, können sie aufatmen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Für die Mitarbeiter des Tierheims ein gutes Zeichen, dass Tiere im Wald aussetzen für die Behörden keine Kleinigkeit ist.